An den Märkten gibt es nicht umsonst das Sprichwort Don't fight the Fed, bekämpfe nicht die Fed. Genau das passiert jetzt aber mit dieser Rallye der Aktienmärkte seit 4 Wochen, denn die sogenannten Financial Conditions werden immer lockerer und damit werden praktisch die letzten beiden Zinsanhebungen, und das waren ja keine kleinen, sondern Riesenschritte von jeweils 0,75%, werden faktisch zunichte gemacht. Das heißt, die Fed hat umsonst die Zinsen angehoben und das wird ihr wahrscheinlich nicht allzu sehr behagen, dass sie hier wie ein Sisyphos den Stein versucht, den Berg rauf zu rollen, und der Stein kommt immer wieder runter, weil die Märkte sagen, naja, ihr könnt ja reden, was ihr wollt, wir glauben euch nicht. All das ist eine Folge dessen, dass die Fed so versagt hat wie andere Notenbanken auch bei der korrekten Beurteilung der Inflation. Hat man lange ja negiert, dann ignoriert, dann gesagt, ist transitory, um dann sehr spät erste zu reagieren. Jetzt sagen sich diese Märkte, die Fed ist jetzt schon wieder hinter der Kurve, die Inflation hat ihren Peak erreicht, das geht bald runter. Also kaufen wir schon mal auf Verdacht und treiben die Kurse nach oben. Aber ich kann mir vorstellen, dass das der Fed nicht gerade wirklich zu Pass kommt, sondern dass sie bald ein paar dicke, dicke Warnschüsse für die Märkte abgeben wird. Und in dieser Woche ist jede Gelegenheit dazu da, diese Warnschüsse abzugeben. Schauen wir uns mal hier die Entwicklung der US-Indizes an, speziell das Leitindex S&P 500. Hat man jetzt über 50% des Verlustes seit dem Hoch wieder reingeholt, ist damit aus dem Bärenmarkt heraus. Aber das, was das eigentliche Problem ist, wir sehen hier die sogenannten Fed Fund, die Fed Funds, also den Leitzinssatz und die Financial Conditions, und wir sehen, wir haben praktisch jetzt diese beiden letzten Zinsanhebungen rausgewaschen aus dem System. Das sind immerhin 1,5 Punkte. Das heißt, wir stehen de facto nicht bei 2,5% der Zinsen, sondern bei 1,5% weniger, also bei 1% Zinsen, und das bei einer Inflation, die ja immer noch über 8% liegt. Das kann und wird der US-Notenbank nicht gefallen, und die Notenbank will ja diese Financial Conditions straffen, das hat sie mehrfach gesagt. Das hat sie klar gemacht, dass das ihr Ziel ist. Also sehen wir, die Financial Conditions werden lockerer, das widerstrebt dem Ziel der Fed. Und also wird sie sicherlich vielleicht ein paar Takte dazu sagen, und wir sehen jetzt auch, wie diese Euphorie wieder um sich greift. Die Bären werden praktisch zermalmt, könnte man sagen, seit 4 Wochen. Die Most Shorted Stocks sind jetzt etwa 39% gestiegen in diesem Quartal, und die Retail-Investoren, also die Privatinvestoren, die kaufen wie selten zuvor, 62%. Es ist da der Anstieg allein in der letzten Woche gewesen. Also die gehen alle rein. Wir haben ja diese ganzen Meme-Aktien gesehen, die massiv gestiegen sind. Also die Märkte spielen so ein bisschen wieder, als hätten wir das Jahr 2020 und 2021, als die Notenbanken noch auf dem Gaspedal standen. Sind sie aber nicht mehr, vor allem Individual Investors, Privatinvestoren. 1,35 Milliarden Dollar pro Tag netto haben die sozusagen in Long-Positionen investiert, entweder direkt in Aktien, US-Aktien oder eben in Exchange-Traded Funds. Also alle sind wieder davon überzeugt, wir haben jetzt einen Bullenmarkt, und diese Überzeugung war zuletzt, als wir solches Retail-Buying gesehen haben, solche Retail-Käufe, das war zuletzt im Januar der Fall, als wir einen Hochpunkt gesehen hatten. Was ist das Narrativ der Bullen? Du willst doch nicht den Anfang eines Zinssenkungszykluses verpassen, so etwa meine zweitbeste Freundin Cathy Wood, die sagt, as an investor, do you want to miss the start of a new easing cycle? Naja, okay, nach meiner Auffassung sind die Zinsen gestiegen und dürften wohl auch noch weiter steigen. Also noch ist kein easing cycle eigentlich direkt erkennbar, aber irgendwie denken manche, der wäre schon längst da. Jetzt haben wir in dieser Woche viele Fed-Speaker, wir haben Waller heute, dann Bowman, George, Kashkari und Barkin im Laufe der Woche. Und jetzt muss die Fed sich vielleicht, wie hier dieser Tweet zeigt, ein neues Logo mal darstellen oder erfinden. Denn wir sehen jetzt hier nur noch grüne Kerzen.
9 Wochen in Folge jetzt der VIX unter Druck oder fallend. Wir sehen 4 Wochen in Folge deutlich steigende Kurse. Dann haben wir noch die Fed Minutes, also das Protokoll der letzten Fed-Sitzung am Mittwochabend, 20 Uhr deutscher Zeit. Also Fed-Speaker und Fed-Protokoll, das wird von der Notenbank zu hören sein. Da bin ich mal gespannt, wie die Herrschaften da auf diesen Anstieg reagieren. Inflation hat ihren Peak erreicht. In diesem Camp bin ich auch. Das wird nicht noch weiter steigen, aber es wird nicht so schnell nach unten gehen. Das ist eben auch meine Auffassung. Zumindest nicht so schnell, wie die Märkte das derzeit glauben. Da bin ich in einem Camp mit Jim Bianco, der von Anfang an kapiert hat, was hier gespielt wird, der von Anfang an verstanden hat, als einer der ganz wenigen, dass die Fed hier umgesteuert hat in Sachen monetärer Klimawandel, in Sachen Neujustierung der Einschätzung in Sachen Inflation. Hier sagt Bianco, ja, die Inflation, die ist dauerhaft, wird die so hoch bleiben, wie sie derzeit ist, bei 9 oder 8,5% wahrscheinlich nicht, aber sie wird sich irgendwann einpendeln zwischen 4 und 6%, und das bedeutet, dass die Fed eben nicht jetzt schon wieder die Zinsen senken kann und wird, sondern sie tendenziell noch weiter anheben wird. Die Fed selber hat gesagt, wir bleiben auf Kurs, wir lassen uns durch diese Daten jetzt nicht komplett praktisch umdrehen, denn nach wie vor ist die Inflation sehr hoch. Und wir sehen hier mal, CPI ist nach unten gegangen, also Consumer Price Index, aber es gibt eben andere Kategorien wie Sticky CPI, Median CPI und so weiter und so fort, die eben weiter nach oben weisen. Wir sehen vor allem Rents gehen weiter nach oben, und wir sehen Löhne gehen weiter nach oben. Also wir haben jetzt aufgrund vor allem von fallenden Energiepreisen eine Erleichterung gesehen, aber damit ist die Kuh noch nicht vom Eis. Wie gesagt, ich denke nicht, dass die Inflation jetzt noch weiter steigt, aber sie wird eben in den USA nicht so schnell runterkommen. Bei uns in Europa dürfte sie dagegen weiter steigen. Kommen wir jetzt mal zu den Märkten. Die sind ja am Freitag noch weiter nach oben gelaufen. Wir sehen hier mal den S&P 500 auf 15-Minuten-Basis mit einem RSI, der schon Richtung Wolken unterwegs ist. Wir hatten zweimal solche Gelegenheiten in letzter Zeit. Da gibt es dann zwei Muster. Entweder wir fallen von diesen Kursen aus oder wir haben so eine Art Seitwärtskonsolidierung, die den RSI wieder ein bisschen nach unten bringt. Aber Fakt ist, wir sind ziemlich dicke überkauft, und hier jetzt zum Beispiel bestimmte 4 Indikatoren, Furchtindikatoren, ich bin überhaupt nicht mehr besorgt, so ist dieser Indikator derzeit etwa bei Sentiment Trader. Das wiederholt sich aus totaler Angst, da ist dann meistens der Boden bei den Aktienmärkten, wird jetzt wieder, ich habe überhaupt keine Angst, Gier, was soll schon schief gehen, gerade dann ist das Risiko besonders groß, aber die menschliche Natur ändert sich nicht, dadurch sehen wir immer wieder ähnliche Verhaltensmuster an den Märkten. Und wir haben hier etwa den Halbert Nasdaq Newsletter Sentiment. Das ist praktisch, das sind Börsenbriefe, vor allem die Tech-Werte behandeln. Hier sehen wir schon wieder Extreme Levels of Bullish Optimism. Also das Ganze ist jetzt plötzlich komplett umgekehrt. Mitte Juni totale Panik am Markt, totale Angst. Keiner wollte Aktien kaufen. Was passiert? Die Aktienkurse steigen. Jetzt wollen alle wieder Aktienkurse kaufen. Und Sie können vielleicht den Satz vervollständigen. Kann diesmal anders kommen, aber es wäre auf jeden Fall aus meiner Sicht jetzt vom Chance-Risiko-Verhältnis nicht sehr günstig. Da war das Chance-Risiko-Verhältnis eben sehr günstig für Long-Positionen Mitte Juni. Aber dann will sie keiner, weil die Kurse stark gefallen sind und die Stimmung schlecht ist. Jetzt wollen alle wieder, und da sollte man nicht zwingend vielleicht dabei sein. Jeder muss das selber entscheiden. Jedenfalls was für oder was eine starke Unterstützung der Aktienmärkte ist, das sind auf der einen Seite diese CTAs, diese Vermögensverwalter, die weiter zukaufen müssen, wenn die Kurse weiter steigen. Und wir haben natürlich Buybacks. Das heißt US Corporate Demand, das heißt die Unternehmen kaufen ihre eigenen Aktien zurück, nachdem wir jetzt weitgehend aus der Blackout Period rausgekommen sind. Und natürlich einen dicken Short Squeeze. Wir sehen jetzt im Grunde den zweitgrößten Short Squeeze seit dem Jahr 2014. Wir hatten 2021 mal so einen fetten Short Squeeze, aber wir sind jetzt im Grunde 4 Wochen in Folge ja in 17 der letzten 20 Sitzungen sind wir nach oben gegangen. Das tut vielen sehr, sehr weh und ist einer der Motive neben Unterpositionierung, die noch Mitte Juni der Fall war, negative Stimmung, die der Fall war,
Und die Argumente, die ich vorhin aufgezählt habe. Hier sehen wir mal eine interessante Divergenz und da gibt es indikatorentechnisch jede Menge davon. Wir sehen den S&P 500 auf Tagesbasis, neues Hoch, hat also die Kurse aus Anfang Juni, Ende Mai überwunden, nicht aber die Junk Bonds. Und die Junk Bonds sind ja so ein Stück weit ein Frühindikator. Wir sehen also eine relative Schwäche von den Junk Bonds zum S&P 500. Jetzt haben wir nochmal die Taiwan-Frage respektive China im Fokus, denn wir hatten heute Daten aus China, dazu gleich mehr, aber zunächst mal weitere US-Abgeordnete haben jetzt Taiwan besucht. Das wird den Chinesen nicht wirklich schmecken, dürfte man sich vorstellen. Apropos US-Abgeordnete, schauen wir mal hier, welche Aktien denn die Abgeordneten im Senat oder im Abgeordnetenhaus denn so handeln und von welcher Partei die sind. Dann ist Microsoft Nummer 1, Nvidia, Apple, Alphabet und so weiter. Das ist die Reihenfolge und wir sehen hier, blau sind die Demokraten und die Demokraten scheinen sehr viel aktiver zu sein als die Republikaner, was den Aktienhandel betrifft. Vor allem meine viertbeste Freundin Nancy Pelosi hat sich da ja stark hervorgetan. Aber zurück zu China. Da sind wir ja wieder auch fast bei Pelosi und Taiwan. Wir haben neue Daten aus China bekommen. Sehr, sehr schwach. Industrieproduktion schwächer als erwartet. Wir sehen die Hauspreise 0,9% fallend. Wir sehen, dass die Arbeitslosigkeit derjenigen zwischen 16 und 24 Jahre alt ein neues Allzeithoch erreicht. Und wir sehen hier Wang, der praktisch die Daten kommentiert aus dem Statistikbüro Chinas. Der sagt, wir erleben derzeit ein richtiges Liquidity Trap, also eine Liquiditätsfalle. Egal wie locker die Geldpolitik und der Kreditvergabe ist, die Firmen und auch die Konsumenten, die sind cautious, die sind vorsichtig geworden. Viele wollen sogar jetzt ihre Schulden vorzeitig zurückzahlen. Also man ist sehr, sehr defensiv, sehr vorsichtig. Und das ist eine Art Self-Fulfilling Prophecy in Richtung Rezession. Nach den schwachen Daten sehen wir, dass etwa der Ölpreis fällt. Wir sehen hier auch dann die 10-jährige chinesische Staatsanleihe mit der geringsten Rendite jetzt seit Mai 2020. In Zeiten von Rezessionen fallen ja in der Regel die Anleiherenditen und wir sehen, dass die Kreditvergabe, die Nachfrage nach Kreditvergabe deutlich gesunken ist. Das ist diese Liquidity Trap. Die Leute wollen nicht investieren, also wollen sie auch keine Kredite, sondern versuchen sich zu enthebeln. Das scheint der Mechanismus zu sein. Und wenn wir hier mal die Hauspreise sehen, es ist ja ein bisschen ruhiger geworden um Evergrande, obwohl die Probleme ja alles andere als bewältigt sind. Hier sehen wir 11 Monate in Folge rückläufige Preise für chinesische Immobilien. Immerhin die mit Abstand größte Assetklasse der Welt, das darf man nicht vergessen. Also hier sehen wir eine deutliche Abschwächung, hängt natürlich auch an dieser Corona-Politik von Xi Jinping. Das ist keine Frage, ist aber letztendlich immer das Resultat einer eskalierenden Pumpwirtschaft, wie sie auch in China der Fall ist. Irgendwann läuft das nicht mehr. Irgendwann kommt dieses System letztendlich an sein Ende. Wir sehen hier etwa auch chinesische Stahlimporte, jetzt massiv niedrig. Das heißt, es gibt nur zwei Erklärungen. Entweder stellen die Chinesen ihren Stahl selber her, Geld komplett, oder sie brauchen eben weniger Stahl. Und das deutet dann auf eine schwächere Wirtschaft. Schwächere Wirtschaft ist auch bei uns ein Thema. Wir haben ja gesehen, dass Russland am Freitag Nord Stream 1 Durchflüsse wieder minimiert hat, wieder verkleinert hat. Jetzt sehen wir, dass der Rhein bald austrocknet, wirklich komplett, wahrscheinlich unbeschiffbar wird, wie es aussieht. Damit kann Kohle nicht mehr transportiert worden für die Kohlekraftwerke, die dann ja praktisch als Parallelsystem zu den Erneuerbaren fungieren sollen. Wir sehen, dass Chemiewaren nicht mehr transportiert werden können. Da hängt wahnsinnig viel dran. Das machen sich viele vielleicht nicht klar, aber der Rhein hat echte Schwierigkeiten. Kommen wir nochmal zurück zum Gesamtgeschehen. S&P 500, wir sind jetzt aus dem Bärenmarkt raus. Ist die Rezession der Preis für eine fallende Inflation? Diese Frage stellt Wolfgang Müller in einem sehr, sehr schönen Rundumschlag über die Situation der Märkte. Erste Artikelempfehlung und zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, steigende Zinsen
Was bedeutet das eigentlich für die Wirtschaft der USA? Da zeigt Hannes Zipfel, dass die Fed ein bisschen blauäugig ist, vielleicht in Sachen Zinsanhebungen. Welche Gefahren da schlummern? Also diese beiden Artikel möchte ich Ihnen empfehlen. Und viele Grüße an die vor allem Süddeutschen, die heute Feiertag haben, wir in Norddeutschland nennen. Wir haben das nicht. Das haben Sie von Ihrem Protestantismus, gell? Jetzt haben es weniger Feiertage, ne? Das ist die Konsequenz. Also guten Start in diesen Feiertag oder in diesen neuen Arbeitstag, wenn Sie nicht in vorwiegend katholischen Ländern unterwegs sind. Wir sehen uns heute Abend zum Markeflüster. Servus und ciao.